Die wollen mich immer noch als Bot reporten. Ich bin kein Bot, ich bin einfach nur blöd. Da sind wir wieder bei World of Tanks. Und wie ich es euch im letzten Video versprochen habe, will ich euch heute mal zeigen, was der Presse-Account zu bieten hat, den mir Wargaming gegeben hat. Denn da sind, wie ihr seht, praktisch alle Panzer drin, die dieses Spiel bietet. Und das hier sind gerade mal die von Level 10. Ich klicke hier gerade mal so spaßeshalber durch, während ich zu einer kleinen Anmoderation noch komme. Denn ich habe die Kommentare unter dem letzten Video gelesen. Ich habe selten so viele Kommentare zu einem einfachen Let's Play bekommen. Es sei denn, ich verlose gerade Battlefront 2. Aber das scheint euch wirklich sehr bewegt zu haben, das Video, weil einfach auch wahnsinnig viele von euch World of Tanks spielen. Ich spiele ja nun gerade wirklich erst an meinem zweiten Tag. Und da mache ich natürlich viele Fehler und viele von euch haben da gute Tipps, wie es richtig geht. Ich kann euch also schwerlich erklären, wie dieses Spiel funktioniert, weil es wirklich, wie ich auch gemerkt habe, super komplex ist. Da kann man als Anfänger eigentlich nur Fehler machen und sollte sich eigentlich auch nur in den niedrigen Levels rumtreiben. Also sprich mit Level 1, 2, 3 Panzern. Denn... Und das habe ich zumindest im GameStar-Test entnommen. Auf den höheren Levels wird das Spiel wohl auch recht grindy. Und dann wird es eben ärgerlich, wenn ich da jetzt einem auch das Match versaue, indem ich als totaler Noob mit so einem Level 10 Panzer da rein donnere. Allerdings habt ihr gesagt, naja, dem GameStar-Test, dem kann man auch nicht so richtig glauben. Da hat auch kein Fachmann gespielt und hätte sich doch mal lieber von einem Fachmann informieren lassen. Und deshalb habe ich mich auch von dem Gedanken verabschiedet, euch in diesem Video irgendwas erklären zu können. Denn im Zweifel wisst ihr es besser und World of Tanks ist nun mal einfach Free-to-Play. Das heißt, was soll ich lange labern? Probiert es halt einfach mal selber aus. Den Link zum kostenlosen Download und Promocode für schöne Premium-Geschichten findet ihr in der Videobeschreibung. Ich möchte euch aber trotzdem in diesem Video schwere Panzer zeigen, vielleicht auch Jagdpanzer. Und nur werde ich dafür eben jetzt nicht Level 10 spielen, weil sonst versaue ich irgendwem das Match und das wäre doch ärgerlich. Ich möchte aber so gerne einen Tiger spielen, denn das ist ja wohl der Klassiker unter den Weltkriegspanzern. Kennt man aus so vielen Filmen und Spielen, wie zum Beispiel Company of Heroes 2. Und deshalb, auch wenn der Level 7 ist, spiele ich den einfach mal und entschuldige mich jetzt schon bei allen, denen ich das Match versaue. Und wie gesagt, für alle Fehler, die ich machen könnte. Und los geht's. Okay, das geht ja schon gut los. Tiger 1 reported als Bot. Bin ich das? Oh, ich werde gleich gehatet. Dabei habe ich noch gar nichts gemacht. Es kann natürlich auch sein, dass der Tiger 1 irgendwie einfach... noch nicht spielbar ist für normale Menschen, aber Vanetti hat es schon gleich erkannt, dass ich ein Press-Account bin. Ja, tatsächlich kann man dieser Community nichts vormachen und das ist natürlich dann ein wahres Minenfeld für Anfänger wie mich und muss man dann auch sagen, für Tester wie den Johannes, die dann sagen, die dann das Spiel ausprobieren, von denen jeder sofort erkennt, nee, die Kinder spielen nicht richtig. Jetzt habe ich mir mal sagen lassen, naja, es gibt halt auch Eisflächen, wo die schweren Panzer einbrechen und ich weiß jetzt nicht, ob ich darüber fahren kann. Ich finde es aber allein schon mal geil, dass es das gibt im Spiel. Ich drehe also mal ein bisschen eine Runde. Kippi sagt zwar Angriff, aber ich sage erstmal, wo ist der erste Gang? Die wollen mich immer noch als Bot reporten. Ich bin kein Bot, ich bin einfach nur blöd. Und ich traue mich nicht übers Eis rüber. Dass jemand versuchen könnte. Jetzt kriege ich ja wirklich einmal mehr Angst. Na, ich tucker mal hier so aus rüber. Das sieht doch hier alles befahrbar aus. Ja, die schweren Panzer, beziehungsweise die fortgeschrittenen Versionen, die haben eben auch dann relativ kleine Magazine. Der hier hat jetzt also nur noch 24 Schuss, dafür aber drei verschiedene Munitionstypen. Ihr werdet wahrscheinlich alle sagen, guckt euch den Blödmann an, der kann doch da drüber fahren. Aber nachdem da eben schon so eine Meldung kam, der und der wurde versenkt. Oh, das knarrt auch, das Eis. Auf jeden Fall bin ich ein bisschen vorsichtiger. Schön ist es hier. Aber ich gehe mal nach der alten Shooter-Regel. Einfach am Maprand bleiben. Wenn jetzt natürlich hier schon so Überreste von einem Panzer stehen, ist es selten eine gute Stelle zum Langen. Vielleicht ist der aber auch einfach nur eingebrochen. Da steht der andere Kollege.
Ah, schaut euch das an, der ist hier versuppt. Boah, sieht richtig gut aus. Sieht richtig gut aus. So, gut. Erfolgreich einmal um die ganze Map gefahren. Das ballert von da oben runter. Okay. Wie weit kann ich da rauf? Wenn's knackt, gibt noch einen Meter. Jawohl! Ich habe was getroffen! Er ging voll durch ihre Panzerung. Jawohl! Ich bin so stolz auf mich. Aber ich krieg's auch irgendwo, ja? Komm, den hätte ich gerne noch. Was? Das kann natürlich jetzt auch von Ari kommen. Habe ich mir erklären lassen, aber ich habe einen Schaden genommen, also mal schnell reparieren. Wow. Das heißt, wenn ich gespottet werde, dann können die mich hier natürlich mit der Ari behaken. Ja, spannend ist es schon, ne? Kannst du nichts sagen. Deshalb auch immer eine schlechte Idee, habe ich mir sagen lassen, was völlig logisch ist, dahin zu fahren, wo schon jemand gestorben ist. Insbesondere dahin zu fahren, wo ich schon gespottet worden bin. Aber hinten der Kollege rückt vorher, dann rücke ich auch einfach mal vor. Da wird schon nichts sein. Oh, ein Schiff. Die machen das bestimmt genauso wie meine Kollegen, dass die eben auch... Boah, da ist gerade was geflogen. Total weit hinten mit ihrer Ari stehen. Jetzt soll der Tiger eigentlich im Vergleich, glaube ich, ein bisschen schneller sein als die anderen. Die russischen Panzer erschienen mir so, hatten die besseren Werte. Oh, okay. Sehr schön. Oh, noch schöner. Das ist doch hier Ari. Ich sehe dich. Ich kill dich. Jawohl. Leiche hier so ein bisschen durch. Das ist wirklich schleichen. Wo ist er? Da ist er, okay. Oi, hab ich dem einen versemmelt. Kann die Dinger ja auch tatsächlich kaputt fahren. Aber muss man ja nicht. Ah. Nein, das Rohr geht nicht hoch genug. Shoot. Shoot im Sinne von Shit. Nein. Oh. Auch das noch. Komm, hilf mir. Ja, ich überlebe. Was, friendly? Oh, die beiden haben mich aber richtig gerettet da hinten. Sieg! Jawohl! Ja, das hat doch einigermaßen funktioniert. Und es war tatsächlich auch ziemlich spannend. Ich hoffe für euch auch zum Zuschauen. Also zwei Kills gemacht. Und hier ein paar Spots, Spot-Gedöns, Kill-Assist. Schön. Also das hat mir jetzt schon echt, echt Spaß gemacht. So fährt sich also der Tiger und da sind wir uns, glaube ich, einig, die Panzermodelle, die sehen halt schon mal super aus mit so den ganzen Details noch dran. Ich wollte euch aber auch nochmal einen Jagdpanzer zeigen, also quasi den Sniper in World of Tanks. Go Wolverine! So heißt das Teil hier und ist ein Jagdpanzer. Und anders als zum Beispiel das deutsche Sturmgeschütz hat der einen drehenden Turm. Und das ist ja schon mal gut. Muss man nicht ständig das ganze Ding rumwuchten, wenn man mal irgendwo hinschießen will. Mit dem Teil sollte ich also jetzt quasi, er spielt sich jetzt wie ein Sniper. Das heißt, wie sie Abstand halten und was aus meiner Distanz machen, denn Panzerung habe ich dafür halt gar keine.
Wow. So viel zum Sturmgeschütz. Das Sturmgeschütz also. Von dem habe ich ja viel Gutes gehört. Also ich probiere es jetzt nochmal mit dem Sturmgeschütz. Oh, mein alter Freund. Der T-Shirt. Hallo. Das ist wohl nicht so gern gesehen. Ja, Jagdpanzer, wie gesagt, die Sniper. Und diese Map sieht mir so aus, als hätte ich hier snipermäßig ganz gute Chancen. Was ist denn das für ein riesen Pot? Ah, that's what she said, vielleicht. Ich habe für das Sturmgeschütz mir jetzt auch hier so eine Tarnung gekauft, die tatsächlich auch nicht nur schön aussieht, sondern aktiv die Werte verändert. Und das Sturmgeschütz, das kennt man ja vielleicht schon aus... Warte mal. Oh, schade. Ja, du siehst mich wohl, aber ich sehe dich auch. Das kennt man ja aus anderen Spielen. Das Sturmgeschütz hat eben keinen drehbaren Turm, sondern muss rangieren mit der ganzen Mühle. Jetzt stehe ich natürlich mit der Flanke. Genau. Zum Feind. Scheiße. Ach, scheiß was auf die Jagdpanzer. Ich brauche ein Fahrzeug, was richtig was aushält. Meine Damen und Herren, hier kommt die Maus. Und passend zu dem dicken Oschi bin ich auch gleich in einer dicken Schlacht. Und zwar... Was ist das? Das ist ein Elefant. Und zwar in einem Großgefecht. Und da seht ihr es an den Spielerzahlen oder in der Einblendung links. Es gibt eben 3 Panzerzüge in jedem Team. Das heißt, richtig großes Match. Und da ist eine richtig große Karte und die ist auch wieder richtig schön. Ich versuche jetzt mit meinem Mäuschen den anderen hinterherzukommen. Denn auch das habe ich gelernt in der Runde mit dem T-Shirt. Im Zweifel halt immer am Maprand bleiben, wie man ja das eigentlich sowieso immer machen sollte, wenn man ein Spiel noch nicht kennt, einen Shooter noch nicht kennt. Dann weiß man zumindest, aus welcher Richtung der Angriff nicht kommen kann. Und falls ihr euch wundert, warum ich jetzt doch mit einem Level 10 Panzer spiele, obwohl ich am Anfang so schlau dahergeredet habe, dann liegt es daran, dass ich gemerkt habe, ja gut, wenn ich mit einem niedrigen Level anfange, ist das zwar schön und gut, aber die Chancen sind halt auch relativ groß, dass ich es dann mit Panzer zu tun bekomme, die deutlich stärker sind als ich, weil sie einfach höhere Levels haben. Und dann verliere ich einfach nur, weil ich einen schwächeren Panzer habe. Und nicht, weil ich der dümmere Spieler bin. Und wenn schon, dann will ich gefälligst so verlieren. Ich hoffe jetzt, dass dieses Haus mir Sichtschutz bietet. Wo stand dieser andere Typ? Da hinten? Ihr seht, der Soldat in mir unterscheidet immer noch zwischen Sichtschutz und Deckung. Bei den Kalibern hier ist so ein Häuschen nur Sichtschutz. Eine Deckung. Warum schießen die immer darüber? Warum kann ich nicht auch darüber schießen? Ja gut, ich kann es aber auch probieren. Ich kann es aber auch lassen. Ah! 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 Boah, wie krass! Warum? Why? Why? Why are you doing this to me? Why? Ja, kommt. Ich will doch einfach nur... Wo ist denn? Warum? Warum treffen mich alle? Alle treffen mich. Kann ich nicht einfach aussteigen? Wo ist mein Flugzeug? Was macht ihr denn? Ich will doch nur nach Hause. Naja. Okay. Ihr seht also, ist völlig egal, wie dick die Panzerung ist. In World of Tanks kann man halt einfach auch innerhalb von Sekunden draufgehen. Das heißt, hier muss man sich wirklich eine Weile reinspielen. Das konnte ich jetzt in der Kürze der Zeit nicht leisten. Aber das ist eben das Gute an einem Free-to-Play-Spiel. Das könnt ihr auch gerade selber machen. Das Reinspielen kostet ja nichts. Und wie gesagt, wenn ihr euch mit dem Code WOT1
anmeldet, also neu anmeldet im Spiel, Link dazu in der Videobeschreibung, dann kriegt ihr 7 Tage Premium und diesen putzigen kleinen Premium-Panzer hier. Wie heißt der? Kampferpanzwagen T15. Und für den noch Munition und Verbrauchsmaterial. Also, lohnt sich. Oh, was ist da los? Geht man sich einmal weg und dann ist da plötzlich Krieg auf der anderen Seite. Ha! Oh, jetzt sieht er mich auch. Ja, also mit den... Nein! Mit leichten Panzern ist das schon ein ganz anderes Match. Jetzt hoffe ich, der kriegt von der anderen Seite auch noch was. Uh-oh. Nice. Schön umfahren. Meine Kette ist leider noch ein bisschen beschädigt. Kann ich jetzt hier runter gucken? Nein, aber von hier vielleicht. Jawollo. Abpralla auf die Distanz. Bei dem Winkel. Noch einer. Ihr könnt mir ja viel erzählen. Oh, unser Stützpunkt wird erobert. Dann muss ich aber mal sprinten. Denn wenn das so ist wie in TWA, dann muss ich den ja auch nur Schaden machen. Und da stehe ich doch hier eigentlich ganz gut. Pauz! Ja, dann pass mal den ab. Alles gut. Ja, aber ich bin ja noch dabei. Das heißt, da habe ich jetzt die Eroberung vereitelt. Kommt der da wieder raus? Ne, das macht ihr mal unter euch aus. Die niedrigstufigen Matches, die spielen sich flotter. Da hat man jetzt auch nicht die Super Pros mit dabei. Können alle noch ein bisschen ausprobieren. Und so macht das dann auch deutlich mehr Spaß, als wenn man sich eben in so einen T10 Gefecht stürzt, aber ihr habt ja auch keinen Presseaccount. So, jetzt natzen wir hier den letzten auch noch weg. Vollgas, schnell noch Kette in voller Fahrt reparieren. Und dann ist der auch noch weg. Hurra, hurra! Das war also mein kurzer Ausflug nach World of Tankshausen. Wenn es euch Spaß gemacht hat, würde ich mich freuen über einen Daumen nach oben oder ein Abo oder Kommentare. Wenn es euch keinen Spaß gemacht hat, dann schreibt mir gerne warum. Aber das lese ich dann halt nicht. Ihr seid die Besten und ich bin der Fabian. Bis dann. Ciao.